dem iPad? Nee, gerade hier. Ich wollte das Menü abrufen, und die Pause beenden und hab dabei erstmal einen Screenshot gemacht. Moin, liebe Singos, liebe Singoritas. Wir sind wieder dabei. Nach einer etwas kleinen, spirituellen, kreativen Pause sind wir zurück in unserer echt hübschen Fabrik. Und ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben waren. Ja, woher auch? Ja, wir hatten irgendwie so Roboter, also wenn wir sowas hier machen, glaube ich. Was hast du da? Der Satz war irgendwie gerade abgehackt. Wir haben Roboter. Ach so, ja, genau. Wir haben Roboter und ich habe keine Ahnung, was da momentan. Wir haben Roboter, wir haben Forschung, die weiterlaufen muss. Und wir müssen die Roboter irgendwie fuelen mit diesen Zellen, glaube ich. Ja, diesen stimmt. Empty Cells. So eine Platte gebaut, dass wenn wir raufgehen, dass das theoretisch automatisch passiert. Ich weiß nicht, also es war irgendwie so ein bisschen unzuverlässig, wenn ich mich richtig dran erinnere. Nö, oder? Also irgendwas hat er hier gerade aus dem Inventar genommen und was anderes hat er reingetan, also. Das ist ja schon mal ganz gut. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Erm ist immer gut. Ist hier Dampf drin? Erstmal einen Überblick verschaffen hier. Ja. Ich meine, wir waren dabei, dass wir. Im Ernst jetzt? Was denn? Jetzt ruft meine Mutter mich an. Ja, geht das an, aber ja, mute dich eben. Kein Thema, ich mache hier eben. Naja, ich bin der Meinung, wir waren nämlich gerade dabei, hier alles zu automatisieren im letzten Part. Wir wollten dazu quasi einmal hier sicherstellen, dass erstmal die Grundnahrungsmittel, nenne ich das mal, ja, hier für uns in Kisten gelagert werden, damit wir da einfach rangehen können. Weil wir natürlich, wenn wir es jetzt groß und richtig machen wollen, sehr, sehr viel Zeug erstmal brauchen werden. Ich meine auch irgendwie, dass Dampfmaschinen tatsächlich schon irgendwo von uns automatisiert wurden, also die. Dampfminer, die ich jetzt hier gerade produzieren soll. Das ist wahrscheinlich tatsächlich auch irgendwie ein bisschen Overkill, was ich mache. Moin moin, du geiler Fabrik. Das scheint ja so schon zu reichen. Ich wollte nur einmal auf Nummer sicher gehen, dass hier oben jetzt die Öfen noch arbeiten, damit die hier Platten herstellen. Barren, sorry, sind wir hier. Und das hier rübergeht. Oh, vielen Dank, Dennis 100. Ich grüße dich. Na, mein kleiner Schnucki-Putzi. Hier geht's. Genau, damit hier wieder Zahnräder rauskommen. Und wir erforschen momentan erstmal ganz entspannt Waffenschaden, denn wir haben uns relativ gut eingebunkert. Genau, wir sind nicht allein. Wir haben uns relativ gut eingebunkert, aber die kommen hin und wieder durch, weil die Gruppen, die uns angreifen, echt schon groß sind. Deshalb haben wir gedacht, okay, bisschen Damage hoch ist eh nicht verkehrt. Und ich habe es eben im Chat gesagt, dass wir dabei waren, glaube ich, hier so alles so halbwegs zu automatisieren. Damit, wenn wir es groß, richtig und schön bauen, alles quasi schon mal rumliegen haben. Wie zum Beispiel hier Die Dampfmaschine. Da sind auch schon 50 Stück drin. Also das ist doch tatsächlich top. 50, da kommen sie nämlich wieder angegriffen. Bisschen mehr Damage, das wird schlecht. Wir haben unsere Tower noch gemacht, aber hier haben wir Dampfgreifer, aber das wird alles schön produziert. Du hast gerade Dampfmaschinen gesagt. Was meinst du damit? Die Assembler, oder? Nee, die noch nicht leider. Hier die Förderer. Achso, genau. Die Förderer, ich glaube, die Maschine. Das ist ja alles eine Dampfmaschine hier. Ja, das ist very true. Very, very true. Da oben, ja, okay. Ja, wir wollten quasi eine Art Mall schon mal bauen, um halt die Materialien für die Actual Base dann quasi schon mal zu sammeln. Genau. Wir können einmal kurz durchgehen, weil ich habe kein Überblick. Wir haben Förderbänder, normale. Check. Ja. Die sind da. Dann haben wir hier unten die Dampferzförderer. Auch limitiert auf 100 Stück. Das sollte auch, glaube ich, realistisch reichen. Das hier finde ich cool. Da haben wir nämlich dann nämlich mal auch mal eine Hälfte raus. Normale Inserter. Die würde ich tatsächlich auch einmal volllaufen lassen. Ja. Das schadet nicht. Mal den Rest. Hier Rohre? Haben wir. Oder ist da noch mehr? Achso, nee, das hier wird alles zu den Steam Assembler. Steam. Ja, genau, das geht da komplett drüber. Das genau. Ist schon brutal, aber. Ja, ist leider so. Ist aber auch okay. Hier haben wir normale Rohre und Untergrundrohre. Kann ich mir auch mal. Wir haben ja unendlich großes Inventar. Also von daher.
Gibt es ja eigentlich echt keinen Grund, dass wir hier nicht. So auch gut, wie man was reinstecken kann. Ja. Das nervt immer, wenn die gerade fehlen. Ja. Genau, hier hatten wir diese Dampf-Spells. Wenn man hier rauf geht, irgendwie tauscht sich das um. Ein paar 10 rausgesnackt, das ist auch ganz gut. Geschütztürme. Und. Sollte hier ankommen, tut's nicht, weil keine Zinnplatten, weil ach, hier oben noch gar kein Zinn hingeliefert wird. Wir haben da oben, glaube ich, so eine Zinnkiste. Da müssen aber Zinn. Ah ja. Da. Kannst du mal gucken, werden da Zinnbarren oder Zinnplatten gebraucht? Wir hatten den, glaube ich, so eingestellt, dass uns das aus dem Inventar gefischt wird. Ich weiß bloß gerade nicht mehr genau was. Es sind die Barren. Okay, gut. Die werden also hier entspannt. Oben tatsächlich. Komplett weggesnackt schon für die Forschung. Ich würde ja, wir haben hier rechts auch noch welche, die im Moment zumindest gerade stillstehen. Ah, ja, perfekt. Dann das ist aber auch nur temporär, ne? Hier liegt halt Erz in der Kiste, aber da kann man halt, weil das ja links okay. Die ganze Zeit, da müsste relativ viel Erz rumliegen. Beziehungsweise nicht mehr. Weil das staut sich ja die ganze Zeit. Das war vorher war das in Kisten. Hat sich das auch in Kisten gesammelt vorher. Mhm. Das ist jetzt gerade nicht mehr der Fall. Ich würde das vielleicht nochmal kurz ändern. Ja, kann man ja hier. Ich wollte hier auch nochmal ein paar Öfen hinmachen. Ich habe leider selber keine. Ich muss mal ein paar produzieren irgendwie. Fehlt natürlich wieder Holz. Damit hier auch mehr Bahnen rauskommen und die Bahnen hier oben schon mal reingepackt werden. Also dass wir auch da direkt schon mal Umwandlung mit haben. Der lange Greifarme. So. So, ich mache das hier mal kurz, ne? Dass die in der Kiste nochmal zwischengelagert werden, weil dann kann man die rausnehmen und drüben reinschmeißen. Ja. Klingt gut. Und ich produziere hier nochmal eben 4 Öfen mehr. Ein bisschen so. Holz. Ach ja, Holz können wir jetzt ja auch ganz entspannt ernten. Ja. Richtig. Öfen. Ja. Dann kann ich drüben noch ein bisschen Erz reintun, damit wir mehr Zinnbarren da machen. Und dann müssen wir die vielleicht nochmal umleiten, dass sie da oben statt aus einer Kiste genommen werden, dass sie hier irgendwie vom Förderband genommen werden, ne? Ja, wäre eigentlich ganz cool. Würde nicht schaden. Je mehr man automatisieren kann, desto besser. Zick, 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 zick. Oh, hatte ich von den letzten Fright Effects erzählt? Moin, also moin, du geiler gestern, sondern die von letzter Woche? Das ist, Stack. Gute Frage. Inserter geben wird? Also nee, hast du nicht erzählt, aber habe ich tatsächlich gesehen auf YouTube. Ich habe mir das Video nicht angeguckt, aber ich habe das Video gesehen und, Hammer. Also, Hammer. Wie genau ist das? Also, gibt es dann wirklich 100er Stacks auf dem pro Item oder wie? Es ist eine Forschung, die du hochtreiben kannst. Ich glaube, am Anfang sind es. Ah. 5 Items oder 6, die genaue Zahl kenne ich tatsächlich gar nicht, das haben sie nicht so offen gesagt. Aber ist halt veränderbar, also je nach Forschungsgrad quasi, okay. Der wirklich rauskommt. Ja, krass. Und es gibt halt einen Greifarm dann, einen neuen, der hieß bis letzte Woche Bulk Inserter. Sie haben sich aber dazu bereitschlagen lassen von der Community, ihn stattdessen Stack Inserter zu nennen. Das heißt, das was jetzt der Stack Inserter ist, wird der Bulk Inserter. Und der nimmt dann halt mehrere Items auf einmal quasi, ne, so wie wir es jetzt auch schon kennen hier. Ja. Und der neue Inserter, der dann Stack Inserter heißen wird, der nimmt Items immer, bis er voll ist. Und erst dann schwingt er und legt dann immer ein volles Stack auf dem Förderband, wenn da ein freier Platz ist. Also es muss immer ein freier Platz sein. Du kannst also nicht, weiß nicht, wenn du bis zu 6 Mal hochstacken kannst, kannst du nicht 3 auf 3 rauflegen. Das geht nicht. Weil das hat ihnen immer Probleme gemacht. Das ist der Grund, warum sie das so lange tatsächlich nicht umgesetzt haben, weil sie nicht wussten, das war voll kompliziert mit den Förderbändern. Und was ist, wenn dann jetzt ein halber Stack lang geht und du hast einen Splitter und in den Splitter laufen zum Beispiel 2 Dreier-Stacks. So, soll das dann ein 6er-Stack werden oder sollen 2 Dreier-Stacks bleiben und so. Deshalb haben sie es tatsächlich, das finde ich richtig raffiniert, das ganz, ganz einfach gemacht, ganz simpel. Und es wird einfach so sein, dass diese Bulk-Inserter eben nur. Also Stack-Inserter dann? Genau, diese Stack-Inserter, dass sie sich nur bewegen, wenn sie wirklich voll sind. Also die warten so lange, bis sie wirklich ihre 6 Plätze oder was das sind, voll haben.
Die können sich nicht nur mit zwei Items drehen, wenn sie bis zu sechs schleppen können. Die arbeiten nur, wenn sie wirklich voll sind. Ihre Hand quasi. Okay, das ist quasi so logikmäßig so ein... Genau, die warten, bis sie komplett voll sind und dann bewegen sie sich und dann legen sie logischerweise auch immer einen kompletten Stack aufs Förderband. Du meinst mit, die warten, bis sie voll sind, die warten, bis sie genug Items vor sich liegen haben, dass sie voll sein können? Weil sie fangen ja erst an sich... Nee, wenn du zum Beispiel, sagen wir, du hast ein Förderband und einmal pro Minute läuft da ein Item rüber, dann nehmen die sich schon einmal pro Minute ein Item, können sie sich bis zu sechsmal stacken können. Aber erst, wenn sie ihre sechs Slots in der Hand voll haben, dann drehen sie sich erst und legen es weg. Sie können nicht halbe Sachen weglegen. Ach, das meinst du? Sie bewegen sich schon, nehmen sich die, aber die drehen sich erst um, wenn die sechs haben. Okay. Genau, sie packen es erst weg, wenn der Stack voll ist. Genau, sie können keine halben Stacks packen. Das ist genau, das ist, klingt im ersten Moment tatsächlich ein bisschen komisch, aber hat halt den Sinn, dass es alles andere sehr viel leichter macht. Weil du dich nicht darum kümmern musst, was passiert denn jetzt, wenn wie gesagt, diese ganzen Fälle, die denen davor Probleme gemacht haben, sind jetzt einfach alle komplett irrelevant, weil du immer nur volle Stacks auf dem Förderband hast. Andere Greifarme können von vollen Stacks was wegnehmen. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen normalen Greifarm hast und der kann jetzt mit Bonus irgendwie zwei Sachen in die Hand nehmen und da läuft ein 6er Stack lang, dann kann der 6 auf 2 reduzieren, 6 auf 4. Ja. Aber du kannst diese 4 nicht wieder auf 6 auffüllen. Außer es nimmt einen Stack-Inserter in die Hand. Verstehst du? Also das wieder auffüllen kann nur der eine Greifer. Runternehmen können alle, aber neu packen kann nur der eine. Und das klingt im ersten Moment komisch, aber ist wie gesagt echt clever gemacht, weil das dafür sorgt, dass ganz viele Probleme quasi einfach unmöglich sind. So, ja, auch so mit Splittern. Das ist wahrscheinlich das nochmal genauer im Video erklärt, ne? Ist ganz schwer, mir das vorzustellen, ohne so das bildlich zu sehen. Ja, könnte ich verstehen. Aber jetzt läuft der auf jeden Fall Zinn oben hin, da ist keine Kiste mehr, das heißt, es muss jetzt automatisch laufen. Sehr perfekt, das ist doch gut. So, genau, Munition ist halt auch ein bisschen das Problem, das wird nicht wirklich schnell produziert, aber wenn es jetzt dauerhaft produziert wird, ist okay. Jetzt wird es auf jeden Fall produziert, ohne Pause. Fix an. Was ist denn mit Militärforschung einer weiteren? Das ist, glaube ich, noch weit weg. Ne? Ja, Autogun-Turret, aber dafür braucht man auch schon Eisenanalyse-Packs. Also die nächste Forschung quasi bräuchte man dann irgendwie. Ja. Die nächsten Turrets. Das ist halt alles noch ein bisschen... Ja, das ist noch richtig weit weg. Ach du Scheiße. Ja, da müssen wir dann dran arbeiten. Aber ich finde erstmal Schaden aufrüsten ist gut, damit die Turrets bissen. Weil ich glaube, die Aliens werden echt total schwer. Arbeiten ja, noch alles werden ja auch noch stärker, ne? Ich würde tatsächlich dazu hingehen, noch mehr Labore zu bauen. Einfach weil wir möglichst schnell alles wegforschen müssen. Ja. Haben wir Labore automatisiert? Ich glaube nicht. Aber das war, glaube ich, dasselbe von den Zutaten wie die normalen Erze dran, ne? Kann das sein? Relativ sicher. Also nur Kupfer und Holz brauchen wir. Ich glaube, es wird hier alles bei den Erzförderern schon produziert. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie... Guck mal, Motoren zum Beispiel da oben. Brauchen wir Motoren für... Ja, Basic Engine. Haben wir 500 Stück oben in der Kiste, guck mal. Gut, damit kriegen wir auch 500 Labore. Die brauchen immer nur eins, tatsächlich. Das ist doch nett. Nehme ich mal ein paar raus. Können die auch handcraften? Brauchen halt nur die. Ja. Das ist nicht gut. Einen kann ich auch mal eben machen. Ein paar Frames liegen hier auf dem Förderband. Das snack ich mir mal. 10 Stück oder so. Ich sagen, 20 können wir. Ich kann 20 Labore craften. Ja, sehr schön. Und zwar direkt. Geil. Das ist nice. Einfach so, ich packe hier unten schon mal. Hier die Blaupause weiter runter. Ja. Weil wie gesagt, die Bauern die dauern halt so lange. Ja, die Forschung, der Forschungsfaktor scheint hier in dem Modpack auf jeden Fall ein bisschen mehr reinzuhauen. Haut richtig rein. Und wir sind ja, glaube ich, nur auf 100, nicht auf 1000, oder? Wir sind nur auf 100, ja. Das ist schon brutal. Auf 1000 wäre das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer. Könnte man halt auch machen, aber da müsste man die Aliens wahrscheinlich tatsächlich entweder schwächer machen oder, was im Endeffekt dasselbe ist wie schwächer machen, naja, an die Forschung koppeln. Dafür ist es jetzt noch zu spät. Ich glaube, das kann man nachträglich leider nicht mehr machen. Aber es gibt halt eine Mod, die sagt quasi immer, wenn du die was erforscht, werden die stärker. Wir müssen mal kurz da hinten. Oh ja. Ich habe auch noch gerade neuen Turrets und noch mehr Munition eingepackt. Also nice. Okay, ja. Wenn ihr so eine Salve oder zwei, dann sind die auch weg, aber die braucht man halt auch erstmal. Ich kümmere mich. Oh, die Roboter, ey, ist so gut, dass wir sie jetzt haben, endlich. Das ist so eine Erleichterung, ne? Das ist wirklich wunderbar. Stopp.
Und dann selbes Spiel. Hier waren die halt auch so einzeln aufgebaut gerade. Das macht natürlich auch gar keinen Sinn. Mhm. Ich mache hier auch wieder so eine richtige Verlangs. Ich bin fast im Überlegen, ob wir uns irgendwie so Highways bauen mit Förderbändern. Einfach nur so, damit wir nicht so lahm unterwegs sind, wenn die kommen. Boah, ich hätte so gerne meine Exoskelette, ne? Ja. Das ist leider wahr. Ja, willst du dich um die Labore kümmern? Ich gucke, dass die Verteidigung ja der Seite wieder aufgebaut wird. Wir haben hier auch aktiv Turrets. Wir haben mehr Turrets als Munition. Also jetzt, realistisch. Das ist schon krass. Greifen sie von der Seite wieder an. Ja, 3 Labore fehlen, ja, dann steht das auch schon. Perfekt. 1. Das ist gerade nicht. Dann hole ich mir hier nochmal Stuff. Weißt du, davor haben wir quasi Rohre benutzt, um die Turrets zu beschützen. Jetzt können wir einfach noch eine Reihe Turrets vor die Turrets stellen. Die Labore werden gefressen. Oh ja, ich sehe es. Gut, dass ich gerade crafte. Ja. Bin ich Muni, ey. Guck, vielleicht kann ich da gleich nochmal 1, 2. Vielleicht die Automatisierung nochmal ein bisschen umleiten, dass sie. Ich denke, das ist ganz vernünftig. Und Repair Packs brauche ich. Scheiße. Die Crafter, die haben wir noch nicht automatisiert, ne? Nee, leider nicht. Auch noch Holz, das ist das Dreckige daran. Ja. Aber ich komme mit 10 Packs, 15 Packs habe ich. Nice. Müsste meine Roboter hier gleich anfangen, muss zu fliegen, ja. Genau. Ich mir hier mal schön 600 Erz und bringe die rüber. Moin, du geiler Fabrikbesitzer. Hallo, Kampfhahn. Und moin, Fighter. Die habe ich gar nicht hallo gesagt. So, was will denn das Ding hier haben? Diese Pallets eigentlich. Ne? Easy. Mal hier. 28 Schuss. Warum dauert das so lange zu produzieren? Da oben greifen sie jetzt an. Naja, es ist schon echt brutal. Ich weiß halt auch nicht, ob es eventuell Sinn macht, wenn wir loslaufen würden, um zu versuchen, die mal zu killen. Oder ob die uns dann eher killen würden. Ja, mit der Shotgun, das ist da ein bisschen sketchy. Ist nicht so geil, ne? Nee. Das ist besser als nichts, aber. Wirklich schon. Ich pack mal unten nochmal 3 Erzförderer hin fürs Zinn. Yes. Da das kommt gar nicht hinterher. Obwohl. Doch, das scheint gerade so aufzugehen, ja. Mach's trotzdem. Oh. Wir werden noch so viel von allem brauchen, das ist einfach nur ridiculous. Ja. Ja, bei mir macht Spaß, also ist es ja nicht. Ja, mir auch, total. Es ist aber halt schon echt ein anderer Schnack als Vanilla Factorio. Da hatten wir auch mit den Aliens zu kämpfen, aber auf einem ganz anderen Niveau. Ja. Und dann brauche ich quasi jetzt das nur gedreht. Ah ja, und wir können ab dem neuen Addon dann alles drehen. Auch Sachen mit Flüssigkeitseingängen. Sie haben eine Logik gefunden. Das alles. Geil. Wirklich hast du alles quasi. Das bringt. Freut mich zu hören. Ja, das ist auch notwendig. Wirklich notwendig. So, mehr Zinn wird gemacht. Die werden ja noch. Okay. Ja? Ich überlege gerade, ob wir die normalen die kleinen Montagemaschinen schon automatisiert hatten. Nee, ich glaube nicht. Wäre dann wahrscheinlich das nächste. Ich brauche halt echt immer so viel Zeug. Nochmal Zinn verteilen. Aber das ist hier noch ein bisschen. Ja, Bottleneck ist halt gerade Forschung, ne? Also. Oh, guck mal, die ist gleich fertig. 99%. Ja, sehr gut. Und ist doch schon mal. Dann haben wir zumindest schon mal mehr Schaden. Die Kugeln hier. Kümmerst du dich gerade drum, ne? Ja. Ja, genau, das ist. Das, was ich gerade versuche. Ich weiß doch nicht, warum kommen da oben keine Barren an. Achso. Ach, der packt die hier so einzeln drüber. Warum? Das war voll eine Kiste. Ich habe das nicht wirklich schlau gemacht. Okay. Die kann einfach runterlaufen oder ein Splitter. Ja. Teilweise nach oben, teilweise nach unten, dann, ne? Ja, okay, ich verstehe. Ja, perfekt, das ist so gut. Ich
Das ist auch ein bisschen wenig, was hier ankommt. Ich mach wollen wir Mauern erforschen, um da auf der sicheren Seite zu sein, statt immer Rohre zu benutzen als nächstes? Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm, ja. Das sind auch nur 1000 Fläschchen, die wir brauchen. Das nächste wäre sonst halt... Okay, Firing Rate ist vielleicht noch interessant, ne? Ja, hatten wir gerade, glaube ich, einmal... Ah, ne, genau, Firing Rate wäre das nächste, genau. Ja, true. Das ist auch nicht verkehrt. Das, wie gesagt, nehme ich immer gerne nicht als erstes, weil... Du brauchst halt die Munition, damit sie schneller schießen können. Mehr Schaden macht einfach mehr Schaden. Ah, ja. Schnell schießen, ja. Brauchst du halt auch mehr. Aber jetzt haben wir zwei Fabriken, die hier Munition machen. Und wie gesagt, wir haben auch noch 70 Tower. Also ich mache uns jetzt nochmal hier überall Tower hin. Ich denke, was ich jetzt einmal machen würde, ist hier diese komische Zinnstation einmal abreißen. Ja, okay. Und das alles links unten auf der Seite machen und dann hier einfach nur die Barren hinbringen. Ja, klingt doch ganz gut. Guck mal, 5% Stonewalls schon erforscht. Das ist halt wirklich fix mittlerweile, ja. Was wir da machen. So, ist natürlich auch alles nicht so geil, wenn die Tower alle nur 2 Schuss haben, aber da muss man ja mit anfangen. Ja. Gut, und dann können wir da bald als nächstes dann die Mauern benutzen. Aber die Steam Sales, die halten schon ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also ich habe jetzt jeweils 50 drin in meinen Roboports und das ist jetzt schon... Seit wir angefangen haben. Ich glaube, letzte Folge habe ich die auch schon benutzt. Also. Ja. Die gehen nicht so super schnell, ja, ne? Passt schon. Muss jetzt nicht alle 10 Minuten auffüllen, das ist schon ganz praktisch, ganz cool. Oh, warum ist das hier schief? Das hat kein Steam. Achso, hier oben fehlt jetzt die Untergrundversorgung. Ja, diese Reihe an Turrets hier rechts ist geil. Ja, ich habe sowas ähnliches auch an der Seite gemacht. Ich einen Heizstrom hin. So wahrscheinlich, ne? Also ist schon geil, also die Basis wächst halt auf eine sehr angenehme Art, finde ich, ganz organisch. Also ja. man kommt irgendwie voran. Es ergibt sich alles so, ohne dass man da jetzt super lange. Überlegt, wie sieht das mit dem Dampf und dem Strom aus, quasi? Auch ein guter Punkt. Oh. Glaub, ja, hier unten fehlt schon Dampf, gerade bei den Erzförderern. Guck mal, dass wir da noch mal ein bisschen mehr produzieren. Ah, es kommt nicht genug Kohle. Na ja, gut, dann brauchen wir einfach noch mal ein, zwei Kohleförderer mehr, dann geht das. Ja. Hast du Förderer, oder? Ja. Da habe ich mir ganz viele rausgesnickt. Na gut, ich habe zwei, aber da unten liegen noch, ich glaube, 40 in der Kiste mittlerweile, die ist fast voll. Das ist sehr angenehm. Hier müssen die sein. Dann mache ich das Kohlefeld mal oben einmal richtig schön. So, dass wir auch einmal mit abernten können. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Aber ich habe ganz viel Kohle, die packe ich dann einfach einmal kurz. Weil wenn ich das Kohlefeld abreiße, natürlich haben wir kurz keine Kohleproduktion, wie das halt so ist. Mhm. Deshalb mache ich mal ganz kurz Kisten hier hin. Und dann Greifarme. Das hier auspacken. Packen wir die Kohle da rein, so. Zack, 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 zack. Und dann versuche ich das einmal kurz hübscher zu machen. Das hier noch kurz weg. Dauert einen kleinen Moment. Paar Öfen noch und ich brauche. Ja, und so wächst das alles schön. Ja, das macht echt Spaß. Das ist eine entspannte Mod. Ja, finde ich auch. Kopfschmerzmäßig, aber entspannt auf die Kopfschmerzart. Ja. Sammelt einen kleinen Roboter. Ja, Kohle brauchen die Öfen natürlich auch immer hier. Wir haben noch keine Steamöfen. Nee, tatsächlich nicht. Und weiß auch nicht, ob es die gibt. Nächstes Kohle irgendwas. Oh, das ist schon. Na, oh, die haben keine Munition mehr. Geld Money, ja. Kannst du hin? Ich bin auf dem Weg, ja. Unter dir sind da noch ein paar Turrets, da kannst du sie vielleicht so leicht hinlocken. Ja, da laufen sie zum Glück selber hin gerade. Na gut. Ich bin jetzt halt gerade hier oben.
viel ja. Arbeiten, wie du schon sagst. Oder? Nein, nicht die Kohle, nicht die Kohle. Nicht die Kohle. Die sind aber auch alle gemein. Ja. Mutti, deine kleinen Zäglinge hier machen uns echt zu schaffen. Da kommen noch mehr, aber die sind zum Glück auf der anderen Seite vom Wasser. Das bringt aber auch nicht so viel. Oh Gott. Bitte tötet mich nicht. Nein. Oder soll ich... das wird schon toll hier gerade. Die fressen mich. Ja, ich bin, glaube ich, tot. Habe ich Muni? Ein bisschen Muni habe ich. Keine Chance. Nicht den Strom. Ja. Ja, sie finden ihre Lücken hier in unserer Verteidigung. So, ja. Macht's weg. Scheinen aber auch mehr jetzt von links zu kommen als von rechts. Zumindest so ein Gefühl. Naja, möglich. So, ich baue eben kurz den Strom wieder auf. Da. Ja, danke. Ja, es wäre wichtig, dass wir irgendwie einmal alle Seiten sichern, ne? Ja, ich versuch's. Aber sie sind ja, echt schnell gut. Dabei, echt schnell dabei, immer wieder anzukommen. Ja. Mir fehlen Arme gerade. Hier, Greifarme. Ich muss mal gucken. Ich hab welche. Sonst kannst du das machen. Sind nur die kurzen allerdings. Ja, aber das ist genau richtig. So, warum geht hier gerade nichts? Ja, haben die auch. Kommt irgendwie kein Steam an, aber das ist, glaube ich, es wird gleich besser, ne? Ja, wir brauchen hier die Wasserpumpen kurz wieder. Und die Wasserversorgung abgerissen. Na, die Wichser. So, jetzt arbeiten mindestens ein paar wieder. Was sind das? Boiler, Copperboiler, die waren woanders, die waren hier. Sind meine Roboter irgendwie weg oder so? Kann das sein? Hast du deine Leiche wieder eingesammelt? Ja, habe ich die vielleicht nicht ganz eingesammelt? Das kann sein. Möglich. Ja, doch, die liegt ja aber nicht mehr. Vielleicht wurden die Roboter auch gefressen? Keine Ahnung. Oder hast du die Rüstung an? Ne, guck mal, hier liegen so Roboterteile, oder? Sehe ich das richtig? Ja, stimmt. Ja, haben sie wahrscheinlich auch platt gemacht, aus der Luft gefressen. Krass. Nice. Ja, ich habe einmal ein bisschen Munition reingehauen. Das ist nicht so viel. Ich brauche auch gleich erstmal Munition noch für oben. Hier sammeln sich die ganzen Arme die ganze Zeit Zinn raus, ne? Ich glaube, ich drehe die mal um hier, ne? Damit die da erfieden, oder? Ach so, ja, das habe ich nur einmal am Anfang gemacht, weil die Munition noch das ja. So gebraucht hat. Ja. So, ist ein bisschen Muni jetzt da. Hab hier ein bisschen was gemacht. 31 und 42 Schuss ist nicht verkehrt. Ja, das Ding ist, ich muss oben die anderen Boiler noch herstellen, damit wir wieder. Nur, wobei ich glaube, gerade haben wir einigermaßen genug Dampf. Die Boiler dauern gut lange zu bauen. Und so Steinbricks, die hatte ich noch gar nicht. Weil es fehlen nur noch zwei Boiler. Zwei. So. Mit drei. Provisorisch. 1, 2, 3. Gut, ja, ein paar Öfen noch. Ah, die craftet er noch. Gott. Müssen die auch gar nicht. Ich hab keine Roboter. Sein. Scheiße. Die Roboter müssen erstmal gecraftet werden. Das dauert natürlich wieder eine halbe Stunde. Ich hab. Ja, mal kurz gucken. Wie viel kann ein so ein Roboport nehmen? 5. Okay, ich hab 11. Einer hilft dir jetzt auch nicht so viel. Nee. Alles gut. So, ich mach eben hier weiter mit der Kohle. Dreht euch mal um, genau so. Das soll auch erstmal reichen. Das ist ja nicht gleich übertreiben. So. So. So, dann läuft das hier schön im Kreis. Oh, da kommt die nächste Welle. Fucking hell. Ist sie weg? Geht? Ja. Kabel ist unvorbereitet, sie waren halt ein bisschen zu früh da. Mach den kaputt, den einen, ist okay. Das hier läuft. Erstmal ist es gut. Repariert das mal. Jo. Okay, also wir müssen unbedingt Munition. Mehr Munition, ne? Ja, kommt langsam. Also ich glaube, wenn
Und wenn du jetzt ohne Probleme noch einen dritten hinbekommst, ist okay. Ist aber auch nicht so wichtig, also... Wir haben momentan zu wenig Munition, aber ich glaube, wir produzieren schnell genug, also auf so mittelfristige Sicht. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall wieder Zinn an und das sollte... Kohle ist jetzt auch gefixt. Hier ist doch irgendwie ein so ein Assembler in der Mitte, der keinen Fuel hat angeblich. Angeblich? Lügt er? Ist auch erstmal dann wieder... Rum machen, bis wir gleich die Mauern haben. Ich glaube auch, dass Mauern einfach mehr Lebenspunkte haben als Bohrer. Ja. Hier sammelt sich die Munition. Boah, noch ein bisschen besser hält. Bottleneck ist definitiv Zinn. Aber kommt jetzt. Müsste jetzt kommen. Langsam, aber sicher. Ja, sehr gut. Ja, Dampf müsste ich jetzt, wie gesagt, kümmere ich mich darum, dass das nochmal kurz ein bisschen mehr wird. Verteile ich nochmal überall ein bisschen Munition, bevor das leer läuft. Hier nochmal alles aufbauen. Ich würde 10 arbeiten jetzt, Dampfmaschinen. Wenn man jetzt mal ganz kurz guckt von den Flüssigkeiten hier. Wir stellen 2100 her und verbrauchen 1,8. Also wir haben nicht viel Überschuss, aber ein bisschen Überschuss. So, jetzt erstmal so weiterlaufen. Ja, das stimmt. Hier kommt zu wenig Zinn. Ja, aber die kommen jetzt. Also die sollte jetzt deutlich mehr sein. Ja, sehr gut. Und auch mehr Munition raus. Das ist auch genau. Muss wir nochmal Kohle holen, weil die Öfen leider noch ohne... Die versorgen sich leider noch nicht selbst. Also die hier oben schon, weil unser Kupferfarm hier, aber... Das dauert jetzt auch kurz. Aber alles easy. Wird. Und die haben könnte auch überlegen. Schuss. Hier vielleicht sagen, dass der... Und ich würde dann als nächstes eben mal versuchen, dass wir noch mehr Dampf haben. Und dann würde ich gleich auch anfangen, unten schon mal Steine zu ernten für die Mauern. Moin moin, so geiler Fabrikbesitzer. Das klingt smart, ja. Steine müssen wir auch irgendwie unendlich da unten, oder fest unendlich, aber eine Kiste voll sollte da sein. Oh, da kommt eine Salve. Zwei sogar. Aber hier ist Munition, das sollte passen. Schuss haben, ja. Oh, wenn die schießen, ist halt krass. Wenn das jetzt noch Mauern wären, alles gut. Weil momentan nur immer viel hin und her gespamme, Munition überall hinbringen und so. Böttchenbauer, endlich wieder da. Ja, ich habe eine kleine Auszeit gewählt, musste auch mal sein. War halt anstrengend die letzten Tage. Oh, doch, ich habe das Gefühl, man findet dann doch schnell wieder rein. Ich hatte erst Angst, dass ich gar nicht mehr weiß, was abgeht, aber... Ja, das ist, ne, es geht, finde ich tatsächlich auch. Also, je größer die Fabrik wird, desto schlimmer wird das. Noch geht's. Ja. Dann fand ich die Vanilla Base am Ende, die wir hatten, tatsächlich... Habe ich mich öfter verlaufen, weil hier bisher auch nicht so der Größe... Aber ich finde es auch gut, dass es jetzt der zweite Run ist quasi von mir, dass ich habe halt jetzt schon so was heißt Spaghetti? Ich meine, unsere alte Base war schon auch geil, muss ich sagen, mit den Zügen und so. Hatte zwar seine Eigenheiten, sag ich mal, aber da wir hier jetzt mit Forschungsfaktor 100 spielen, würde ich auf jeden Fall, und da wir auch schon so früh Roboter haben, können wir halt easy das schön strukturiert machen und... Aber du weißt, was ich meine. Es ist ein echt anderes Gefühl mit Forschungsfaktoren. Es ist viel mehr jede Forschung. Ja. Davor hatten wir teilweise 6-7 Forschungen nacheinander, ohne dass das aufgefallen ist. Und jetzt ist halt wirklich so alles da. Boah, Alter, noch 20 Minuten, dann haben wir Mauern. Wie geil. Ja. Das gefällt mir. Und 100 ist auch gut. 1000 ist halt echt zäh. Ja, mit der Motti wäre das, glaube ich, nicht schön, weil du so viele Zwischenprodukte hast. Mit normal Vanilla geht's voll klar. Weil du dann halt, wie gesagt, so... Da ist es halt... Außer... Bis zu den Flüssigkeiten ist es echt entspannt. Da brauchst du halt nur viel Eisen und Kupfer. Das hast du halt in der Regel. Ab Flüssigkeiten wird es dann tatsächlich, eine Raffineriedinger müssen riesig werden. Das, ja, bin ich, wie gesagt, es fällt mir immer noch schwer, mit den Flüssigkeiten das richtig zu balancen, weil ich das Verhältnis nie mir eingeprägt habe quasi. Das muss ich dann immer wieder nachgucken. Weißt du, bei Eisen und Kupfer ist es ja so, wenn du jetzt ein bisschen zu wenig oder ein bisschen zu viel hast, dann ist es nicht so wirklich, also zu wenig merkst du sehr, sehr schnell. Zu viel kannst du halt im Grunde nicht haben.
Aber bei Flüssigkeiten ist es halt anders, weil da kannst du halt, wenn du von etwas zu viel hast, wird nichts von dem anderen ja produziert, weil die Ausgänge voll sind. Ja. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Bei den ersten paar Fabriken, die ich gemacht habe, moin, cozy. Bei den ersten Fabriken, die ich damals immer gebastelt habe, so privat, sag ich mal, jetzt, also so im Singleplayer quasi für mich. Ja. Habe ich das so gemacht, dass ich einfach immer riesige Tanks gebaut habe, wo halt so Millionen Flüssigkeiten reinpassen von den drei, also Leichtöl, Schweröl und Petroleum. Und wenn ich zu viel von einer Sache da, habe ich die Tanks einfach abgerissen, weil dann wird quasi die Flüssigkeit da drin gelöscht. Ja. Und damit habe ich halt riesige Ressourcen verschwendet. Ja. Aber war für mich halt das Leichteste. Reißt einmal 50 Tanks ab, platzierst sie sofort wieder, einmal alle 3 Stunden oder so und dann. Ja. Also musst du dir keine Gedanken machen. Musst du dir keine Gedanken machen. Das ist super lazy. Und alle Leute schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Aber hey, es hat funktioniert. Kurz, wie geht's dir? IR3 habe ich auch mal angefangen, aber mir wurden jetzt zu viele Pipes. Aber ich finde gerade das mit den Pipes tatsächlich noch richtig cool. Ja, ich, das feiere ich auch. Das ist so aber ja, muss man natürlich dann auch feiern. Sonst das ist das ein Albtraum. Ja, gerade, dass du halt so Gebäude in die Pipes setzen kannst. Also, dass du quasi den Steam weitergeben kannst zwischen Greifarmen. Sonst wäre das richtig kacke, wenn du immer hinten Rohre haben müsstest und vorne Greifarme. Aber du kannst ja so den Dampf von links nach rechts durchgeben quasi. Oh ja, ja. Sehr gut, du kümmerst dich schon drum. Guck mal hier, da auch nochmal ein bisschen was. Vor allem ein Boiler wird es fehlen, glaube ich. Ne? Die Bild craft ich gerade. Die... Zu Genüge, aber welche Wasser... Pipes habe ich gerade gar nicht. Ah. Überall mehr Tower, mehr Tower. Die langen Greifarme. Das finde ich super geil, dass die langen, also dass die Sachen alle aufeinander aufbauen. Die langen Greifarme brauchen die kurzen Greifarme. Die Steam-Förderer brauchen die Kohleförderer und so weiter. Wenn du dann die kurzen quasi hast, hast du schon ein Problem weniger. Ja. Ist die Hälfte der Arbeit quasi schon gemacht. Ein paar Wasserpipe, sagst du? Okay. Ja, genau. Das Zinn hier unten läuft halt gar nicht die ganze Zeit, weil da noch nicht genug Steam ankommt. Ja, gut, dass du dich gerade drum hast. Ja. Und was noch? Das da gleich nicht, aber so das da. Dass man nicht flippen kann, ist echt ein bisschen nervig. Not gonna lie. So, schon 1, 2. So, und noch ein. Oh, ich spiele momentan privat, wenn ich. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt längere Zeit nicht am Zocken war, liebe Leute. Gezockt habe ich. aber nicht gestreamt habe. Ich zock momentan. Ich hasse die Namen des Spiels, es ist leider so. Call to Arms, Gates to Hell, Ostfront. What? So, ja, it rolls right off your tongue. Ich hab's auch nicht genau geschaut. It rolls right off your tongue. Ich hab davor gezockt. Ist halt so eine Art Zweite Weltkriegssimulation, sage ich mal. Sehr, sehr detailliert, das, was ich davor gezockt habe. Und das hieß... Kokos, ne? Ja. Oh, das ist so links gelöscht. Den Shotkey auf meinen. So, Steam öffnet nicht. Achso, Steam ist da. So, wie hieß das, was wir davor gezockt haben, Mudi? Soul Squad, ja, aber wie hieß das davor? Irgendwas mit Man, ne? Irgendwas mit Man war das. Man of War ist Soul Squad 2, habe ich davor gezockt. Mhm. Was das Remake? Von der Erweiterung des ersten Teils ist. Also es ist so kompliziert, ich habe es wirklich nicht... Es ist halt so peinlich, aber ich habe halt wirklich nicht genau durchschaut, wie das alles miteinander zusammenhängt. Es ist halt irgendwie so, dass du Man of War hast, das ist halt quasi so eine Zweite Weltkriegssimulation. Einfach nur Man of War. Und dann gab es Man of War Assault Squad, was quasi so eine leicht andere Version davon war. Die sich mehr so um Infanterie und so weiter und nicht nur um Panzer und so weiter gekümmert hat. So. Und daraus ist dann Man of War Assault Squad geworden. Und das haben sie jetzt geremaked. Also einfach mit einer modernerer Engine und bessere Grafik und so. Und das ist Man of War Assault Squad 2. Das darfst du aber nicht verwechseln mit Man of War 2. Daran arbeiten sie nicht. Okay. So. Und das ist schon echt geil. Also wenn man so zwei wechselt, es ist echt taktisch, es ist echt schwer, echt gut gemacht. Also du hast halt echt eine Armee,
die du befehligst, und du kannst jeden Soldaten selber ausrüsten. Also jeder hat ein eigenes Inventar, eigene Alter. Skills und so, einen eigenen Namen. Und also, ja, da ist es so gemacht, dass du dich an einer Kampagne quasi so lang hangelst. Also vorgefertigte Karten quasi. Ja. Und oft ist das einfach nur Eroberung. Da hast du eine Karte. Ich weiß nicht, ob du mal Company of Heroes gesehen hast zufällig. Habe ich mal gesehen, ja. Definitiv. Ist vom Dinge ähnlich. Du hast eine Karte mit so Flaggen, und je mehr Flaggen du einnimmst, desto mehr Ressourcen bekommst du, und mit mehr Ressourcen kannst du neue Einheiten kaufen. Das heißt, du kannst halt auch mal eine Stunde lang dich einfach nur eingraben, Ressourcen sammeln, dann eine große Armee kaufen und dann den Gegner überrennen. Das geht da. So. Ja. Und macht auch Spaß. Also es ist echt gut in Szene gesetzt. Die Maps sind hundertprozentig komplett zerstörbar. Jede Parkbank, Boah. Jeder Baum, jedes Gebäude lässt sich so krank einfach nur kaputt schießen. Ist wirklich richtig geil in Szene gesetzt. Es sieht richtig, richtig schön aus. Also top. Und hier, Wasserrohre habe ich jetzt mal hier auch produziert. Ja, geil. Die landen jetzt hier drüben. Und dann habe ich aber rausgefunden, dafür gibt es Mods. So, über den Workshop vertrieben. Und einer der Modmacher, der so die beliebteste Mod gemacht hat, hat sich danach mit anderen Leuten zusammengesetzt. Und da ist dann dieses Call to Arms, Call to Arms Gates of Hell Ostfront draus geworden. Call to Arms ist halt ein Base-Game quasi, so eine Zweite Weltkriegssimulation. Und die brauchst du einfach nur als Grundspiel. Das ist quasi die Engine, vereinfacht gesagt. So, ja, okay. Gesagt, das ist quasi die Engine. Und dann gibt es halt dieses Gates to Hell. Das ist quasi eine Mod für das Base-Game. Und da gibt es dann die Abzweigung Ostfront. Das heißt, es spielt dann Ostfront. Es ist halt super kompliziert aufgebaut irgendwie. Aber das ist halt von dem Macher, der in diesem Man at War Assault Squad 2 da die beliebtesten Mods gemacht hat. Also er hat da die Mods gemacht und hat gesagt, ich wechsle die Engine quasi auf die neuere Engine. Das heißt, die Spiele sehen fast gleich aus. Das ist wirklich so. Also so. Ich habe mir so Vergleichsvideos angeguckt. So, was für welchen Spielertyp welches der Games besser ist. So das alte Original oder das neue, so die neuere Version, weißt du? Also das Gates to Hell oder das Man at War. Und so hundertprozentig kann man es nicht sagen, weil sie halt ein bisschen im Detail unterschiedlich sind. Aber sie sehen fast gleich aus. Also ich könnte beide Spiele anmachen, glaube ich. Und ich glaube, du würdest den Unterschied nicht sehen. Ohne Scheiß. Also ja. So ähnlich. Aber ich spiele jetzt halt diese etwas neuere Version, weil die hat ein richtig geiles Feature, und zwar so dynamische Kampagnen. Da kannst du dir nicht wie in dem anderen Spiel einfach immer wieder innerhalb einer Mission neue Einheiten kaufen, sondern du hast so zwischen den Missionen so ein Kaufmenü quasi und musst du dann da deine Truppen kaufen, zusammenstellen, deine Angriffsarmee oder deine Verteidigungsarmee zusammenstellen, und dann hast du, keine Ahnung, so 3 bis 5 Panzer vielleicht, wenn es gut läuft, so 2-3 Squads und so ein paar Geschütze, und es geht einfach nur ab. Es ist so unglaublich gut in Szene gesetzt, es ist so krass. Und es ist halt wirklich heftig. Also wenn du ein, was weiß ich, MG-Nest irgendwo hast mit einer guten Position, das mäht wirklich 100 Leute weg. Wohingegen, Alter, wenn du einen Soldaten hast, der sich da so ein bisschen ransneakt und von der anderen Seite kommt, dann macht er dir halt auch ein MG-Nest alleine platt. Also es ist wirklich richtig krass, dass eigentlich so, es ist Chaos pur. Ja, vor aber allem, halt total auch so Micromanagement. Du kannst halt unglaublich viel Micromanagement machen. Ne? Genau, es ist richtig viel Micromanagement. Es kommt richtig gut auf die Positions an, die du dir aussuchst. So. Also wer verteidigt, wer angreift und so. Das kann halt wirklich so sein, dass du irgendwo eine Pack, also so eine Panzerabwehrkanone hast, und das kann Panzer nach Panzer nach Panzer wegflacken. Oder es gibt irgendwie einen Mörserschuss, der dich trifft, und dann ist deine Pack kaputt und dann kommen auf einmal 5 Panzer durch. Es ist halt richtig, richtig krasses Chaos, aber unglaublich geil gemacht. Super in Szene gesetzt, macht richtig viel Spaß, ist überzogen schwer. Also gerade jetzt noch, weil ich halt so in der Anfangsphase bin, sage ich mal, und noch nicht so hundertprozentig. Weißt du, du hast halt wirklich auch alle Waffen, die es so im Zweiten Weltkrieg gab. Also es ist halt überzogen lächerlich, wie viele verschiedene Fahrzeugtypen und so weiter es gibt. Alles, was da so. Ah ja, okay, ja, perfekt. Sehr gut. Ja, alles, was da so im Einsatz war, und das ist einfach nur richtig wild, was man da alles so machen kann. Richtig crazy. Und das Zeug halt momentan immer diese dynamischen Kampagnen mit der Modi. Machen einen großen Unterschied in beiden Games. Naja, auf jeden Fall. Also in dem, was ich jetzt spiele, dadurch, du verlierst halt einzelne Truppen. Die Truppen leveln halt auch, also die sammeln Erfahrungspunkte und werden besser. Das heißt, wenn du echt so einen Squad nachher hast, über 2-3 Missionen, der am Leben war, freust du dich, weil die schon echt gute Experten sind. Und da kommt ein Schuss, ein Panzer schießt einmal irgendwie in die richtige Deckung. Das Gebäude, in dem sie sind, stürzt zusammen und auf einmal ist dein ganzer Squad weg. Alter. So Chaos pur. Also man bekommt so richtig keinen Bock auf Krieg, weil du merkst halt, wie random alles ist. Ja, ja, ja.
Du kannst halt durchkommen, ohne dass irgendwas passiert. Weißt du, denkst du so, du fühlst dich wie Superman. Mhm. Ja. Und eine Sache, eine einzige Sache läuft schief und alles fällt wie so ein Kartenhaus zusammen. Es ist so krass. Ja, und dann also kommt ja noch dazu, wenn man sich das vorstellt, wie das jetzt im Real Life wäre, was ja also krass ist, ne? Also da ist dann nicht nur einer, der das alles über... Das ist ja jeder Einzelne noch quasi, hat eine eigene Entscheidungs... Ja, ja, ja. Das ist wie random das alles ist. Das ist, ja, eine krasse Vorstellung auf jeden Fall. Und dann kommt irgendwo so eine ferngesteuerte Drohne und lässt eine Handgranate fallen. Und du bist puff. Nur heutzutage. Das ist ja auch nochmal was anderes, als was weiß ich, so vor Erster Weltkrieg oder so, oder Zweiter Weltkrieg. Das war auch schon krass. Ja, klar. Aber auch nochmal was ganz anderes auf jeden Fall. Ich habe gestern oder vorgestern war das ein Reddit-Post gelesen von einer hier, gute Frage oder so, Ask Reddit oder so war das. Und da war halt eine Deutsche, die hat gefragt, was soll ich bitte machen? Also ich brauche mal eure Hilfe, so ich brauche mal euren Ratschlag. Mein Freund, ehemaliger Bundeswehrsoldat, war in Afghanistan oder wie es glaube ich, oder Kosovo, ich weiß es nicht mehr genau. Also Einsatz erprobt quasi. Und hat sich jetzt entschieden, er will an die Front. So, er war Sniper und er vermisst das quasi und er will jetzt an die Front. Freiwillig. Ne? Und will sich der ukrainischen Armee anschließen. So. Wie kann ich ihn davon aufhalten? So, da gab es halt auch ganz viele verschiedene Meinungen und so, blablabla. Ich will da jetzt auch gar nicht so moralisch was richtig oder falsch ist. Aber halt krass, also da hat er richtig, ne, der hat gesagt, ich will da jetzt hin und sie so, Digga, nee. Ja, mach mal nicht. mach mal nicht. Und er so, ja, geht aber nicht so. Sein bester Freund ist so sein Spotter gewesen bei der Bundeswehr. Ja. Also Sniper haben ja immer einen Spotter quasi, der sich das umguckt und dann halt die Entfernung misst und so. Und das Sniper konzentriert sich nur aufs Schießen quasi. Und da ist halt schon so eine Bro-Freundschaft draus entstanden. Das kann ich mir tatsächlich auch echt gut vorstellen. Und dann halt so eine gewisse Kriegsromantik. So, ne? Und da war auch alle Leute so in dem Reddit haben auch gesagt, Digga, der weiß nicht, worauf er sich einlässt. Weißt du, Afghanistan oder auch Kosovo, ich als Normalsterblicher, ich war ja nicht mal bei der Bundeswehr, also ich kann mir das dann noch weniger vorstellen. Ja. Aber alle haben halt auch gesagt so, Junge, dagegen war das Bullshit, also so Kosovo, Afghanistan. Klar, da hast du auch Krieg und da wird auch geschossen, aber da sind Leute mit zusammengebauten AKs oder selbstgebastelten Raketenwerfern und nicht mit Kriegsschiffen, mit Artillerie, mit Kriegsschiffen, Artillerie, Luftüberlegenheit. Und alles, ja. Ja, das ist auch, wenn du dir heute so anguckst, du kannst ja, der Ukraine-Krieg ist ja echt gut dokumentiert. Wenn man da Bock drauf hat, kann man ja alles live angucken heutzutage. Ja. Ich mach's tatsächlich nicht aus Gründen meiner seelischen Gesundheit. So, ich will das nicht. Aber hin und wieder gucke ich mir mal so ein paar der Videos an. Also jetzt nicht regelmäßig, aber so ein, zwei sind mal untergekommen. Es ist einfach nur krank. Wie gut dokumentiert das alles ist, wie. Ja. Nee, hätte ich keinen Bock drauf. Ich weiß gar nicht mehr. Ich speichere mal ganz kurz, was Blödes passiert. Das ist so unvorstellbar. Ich spule noch kurz weiter. Ich guck mal ganz kurz. Sperrfeuer heißt es, glaube ich, ne? Nee, Trommelfeuer heißt es. Oh. Wikipedia. Trommelfeuer ist ja quasi, wenn du einfach nur ein Gebiet mit Artillerie beschießt, so. Ja. Genau. Die Schlacht um die Seelöwer Höhen. Da waren, das war 1945, also Ende des Zweiten Weltkriegs. Da waren 16 bis 20.000 sowjetische Geschütze im Einsatz. Das muss man sich mal reinziehen. 20.000 Geschütze, nicht 20.000 Explosionen, sondern 20.000 Geschütze, die Explosionen verursachen. Das ist das größte Trommelfeuer, das es jemals gab. Das Gebiet kann danach ja nur noch Schweizer Käse gewesen sein. Oder mit allem, was dazugehört. Flachland. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwo steht. War das dann so irgendwie, ja, es klingt, als wäre das irgendwie jetzt keine Stadt oder so gewesen, sondern... Das war kurz vor Berlin. Oder, die Seelöwer Höhen sind, glaube ich, kurz vor Berlin tatsächlich, ja. Ich guck gerade, ob ich... Das sind Summen. Ja, unvorstellbar. Unvorstellbar, Alter. Das ist ja nicht nur von der Anzahl krass. Ich glaube, jeder, der noch nie irgendwie sowas erlebt hat, in welcher Form auch immer, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie das sein muss. Zum Glück. Sowas zu erleben. Ne? Also es ist schon nicht verwunderlich, dass da, ich weiß jetzt nicht, was die Zahlen sind, aber ich würde mal schätzen, mehr als die Hälfte der Leute, die da lebend rauskommen, haben danach auch Ja, nur ja.
paar Blessuren, ne? Auch psychisch so, PTSD und sowas. Also. Dabei wurden innerhalb kurzer Zeit auf engem Raum Millionen von Artilleriegranaten und Kaliber verschossen. Kann man sich nicht vorstellen. Das ist schon. Deshalb finde ich es cool, dass man es einfach so spielen kann. Von seinem Sessel aus. Und damit im echten Leben hoffentlich nichts zu tun hat. Genau, ich habe hier nochmal so eine Reihe Labore vorbereitet. Mhm. Ich kann auch nochmal mich ein bisschen nützlich machen und handcraften. Man sieht ja auch, dass wir genug Stuff mittlerweile haben. Wir können also noch mehr theoretisch produzieren. Guck mal, die Wände sind auch gleich fertig. Geil. Ja. Oh, schön. Ja. Dann würde ich mich daran machen. Du machst die Labore und ich mache die Automatisierung. So heißt das der. Ja. Mauern. Und die brauchen nur Stonebricks. Digga. Ein Luxus. Ich habe hier irgendwie noch 1000 Steine im Inventar, die habe ich mir ja unten rausgenommen. Mhm. Macht eventuell ja noch einen Unterschied. Gerne. Ich mach mal hier mit. Stonebricks muss man, glaube ich. Oder nee, warte mal. An den Öfen machen, ne? Wollen wir jetzt Firing Raid machen oder wollen wir lieber. Ich würde weiter vorangehen, irgendwas Nützliches. Wood is fine, but it's a Stone Age Hero. You can do better. Was bringt das? Charcoal Kiln. A slow burning kiln that converts wood into charcoal. Ist das nötig? Ja, das ist, glaube ich, wichtig für ganz viele Forschung, die danach kommt. Das hat nicht so einen immediate Vorteil, aber halt hinten raus, wenn wir das brauchen. Ja. Den vielleicht einfach mal hier hin. Was ist denn das? Wir müssen eh alles erforschen. Also wie gesagt, ich würde so gucken, dass wir möglichst schnell zur nächsten Militärforschung kommen. Also dass wir auf Iron müssen wir hintechen quasi. Iron ist das nächste in der nächste Forschungs. Ja. Meilenstein quasi. Kannst du einen Schritt nach oben steppen? Du blockierst das eine Rohr. Oh ja, sorry. Okay. Im Forschungsscreen. Iron, okay, dann müssen wir tatsächlich diesen Ofen hier machen. Als nächstes. Sind auch nur 1000 Fläschchen. Aber bis wir bei Iron sind, müssen wir noch 4 Forschungen machen. Ja, hier, Glas braucht allein schon 4000. Bronze noch 3000. Crushing and Mixing noch 2000. Echt nicht verkehrt. Ja. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Hast du Montagemaschinen noch große oder so? Ein, ja. Ich dachte nämlich tatsächlich, kann man hier die Stonebricks machen? Ja, die macht man hier drin. Okay. Scheiße. Wollen die auch in den kleinen machen? Nee. Doch! Packt ihr hier einfach mal. Oh, Junge. Geht das? In den kleinen? Ja, die kleinen machen Stonebricks. Oh. Dann okay, ist das ja ist easy. Hammer. Die Kiste da ist mit Stein voll, ne? Also. Jo, alles klar. Das macht es dann natürlich deutlich einfacher. Wer will Erdnussflips? Oh! Röttger, hier. Zu spät gelesen, zu lange nicht in den Chat geguckt. Hier, Erdnussflips. Meine sind leer, ich nehme gerne welche. Erdnussflips sind. Scheiße, süchtig machen. So, so geht's nicht so. 1, 2, 3, 4. Boah, hier haben wir jeweils schon fast 200 Munition pro Kiste. 300 Munition haben wir. Na, das ist das, was ich meinte. Wir haben schnell genug produziert. Das Problem war halt bloß, dass das noch nicht da war, wo wir es brauchten. Im Endeffekt. Ja, genau. Das sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut aufgestellt mittlerweile. Ja, hier oben auch wieder reingehen. Wir haben zu wenig von denen. Die sind zu langsam. Das heißt. Mauern mache ich dann in der richtigen Montagemaschine. Ja, das ist jetzt immer schwer. Der braucht halt lange hier, ne? Aber hier ist kein Platz, hier kann ich das nicht. Das war auch schon aufgefallen, es wird langsam doch eng, ne? So gesehen. Mhm. Ein bisschen. Aber ist alles noch. Machbar hier. Ja, richtig. Habe ich nicht noch einen? Ich hatte doch eben noch einen Assembler. Den habe ich dir gegeben, glaube ich, ne? Jo. Bye bye Assembler. Alles ist alles okay. Noch ein paar Assemblies. Und ich brauche einen Rahmen. Rahmen haben wir unten zu beginnen. Ja, ich bin ja gerade dabei, dass die Rahmen haben wir zu wenig. Ja. Und ich
weiß nicht, ob das geht. Kann man sich die hier... Nimmt er sich das rüber? Nee, ne? Von wo nach wo? Aus dem Assembler in den nächsten Assembler nimmt er sich das nicht, leider. Nee, ich glaube nicht. Los, dann... Ja, ist es auch nicht so. Das kriegt man hin. Es wird alles ein bisschen spaghetti-mäßig, aber es ist ja alles eh provisorisch. Es wird ja alles abgerissen. Es ist nur ein Provisorium, das ist genau richtig. Das ist entspannt zu wissen. Ja. Der nicht. Hol hier. Was will ich erzählen, dass da jetzt kein Dampf reinkommt? Doch, das erzählt er mir aber. Achso, da kommt überall kein Dampf rein. Ja, dann ist natürlich. Ist okay. Gut, dann haben wir eine Dage Maschine. Machen wir direkt zwei Stück. Eins, zwei. Da inserten die rein. Wäre zu schön gewesen. Mauern. Da kommt es ja raus, Kisten. Nein, kriege ich nicht hin. Gut, Mauern entstehen sogar schnell. Ja, geil. Wahrscheinlich schneller, als wir sie realistisch brauchen. Aber dann haben wir gleich erstmal schön viele. Ja, ist doch gut. Ja, das ist schon ein Unterschied. Also eine Mauer hat 7-mal so viele Leben wie ein Rohr. Oh, okay. 350 statt 50. Das ist doch geil. Ja, oh, das ist gut. Damit lässt sich arbeiten. Dann werde ich mal mich weiter um die Verteidigung kümmern. Rohre mit Mauern austauschen. Ja. Ich kümmere mich hier um mehr Frames und somit mehr... Mehr alles. Ja. Mehr alles, genau. Ja, wenn du es hinbekommst, die Steam Assembler automatisieren wir auch noch richtig nice, aber das ist auch nicht ganz ohne. Ja, ich probiere mich da gleich mal dran. Ja. Du findest schon, also Arbeit findet man hier. Gibt immer was zu tun. Das ist echt krass. Gut. Dann fangen wir doch einfach mal hier drüben an. Wir finden die kleinen Assembler. Kleine Assembler haben wir auch noch nicht automatisiert, ne? Hattest du eben auch schon gesagt. Also ich versuche gleich mal beide zu automatisieren, wenn ich das hinkriege. Das ist so ein Arbeitsschritt. Wäre das doch Hammer. Ich muss noch schneller machen als mit den Robotern. So, wir sind jetzt auch bei einer Stunde angekommen. 48 Minuten. Was meinst du, jetzt noch eine Stunde bis 7:30 oder willst du jetzt Feierabend machen und runter ins Studio? Nee, ich habe keinen Stress. Ich muss erst um 8 im Studio sein. Also eine Stunde ziemlich genau habe ich noch Zeit. Ja. Dann passt das perfekt. Dann bis gleich.